Gold wird über Jahrtausende akzeptiert von den Menschen. Beim Geld ist es doch so, dass man legistischen Druck braucht. Das heißt, wir brauchen ein Gesetz und das zwingt uns dann, mit diesem Geld zu handeln. Gold bewahrt den Wert. Ja? Und die Systeme rundherum, um das Gold herum, Finanzsysteme, die arbeiten für das Gold. Ja? Die tragen dafür bei, dass Gold steigt. Wo geht der Preis hin des Dollars? Nach unten. Nach unten. Wo geht der Preis des Euros hin? Nach unten. Darf ich frech sein und fragen, besitzen Sie Gold oder Silber? Ja. Goldvorsorge, größter Goldhändler. Guter Freund von mir hat mir gesagt vor ein paar Jahren, wir werden 100.000 im Gold erreichen. Ich habe mir gedacht, der spinnt. Gestern haben wir die 70.000 überschritten. 70.000. Jetzt, heute ist es für möglich. Ich brauche beim Goldstandard nicht jemanden, so wie beim US-Dollar oder beim Euro, der sagt, ich bin jetzt der Regierende und da ist der Stempel und jetzt haben wir die Währung. Ich brauche nicht oben eine Direktion, die dann sagt, so, ab morgen haben wir einen Goldstandard. Vielleicht geht das peu à peu. Und in der EZB und in der Federal Reserve, die haben uns ja 60 Jahre lang mit einem Fantasiegeld beschissen, aber die haben das absichtlich gemacht. Machen Sie es!